Also Systemwechsel heißt für mich Entmaterialisierung des Geldes. Hallo Hans-Jürgen, Markus. Ich wollte mal dich interviewen zum Thema Systemwechsel. Da gibt es ja ganz viele, die irgendwelche Vorschläge machen, aber es braucht ja einiges, damit es wirklich ein Systemwechsel ist und im Unterschied zu Symptombekämpfung. Das Systemwechsel hat nur dann wirklich einen Wechselcharakter, wenn man die Grundlage der Zivilisation, sprich Geld, anders emittiert, also schöpft und anders verteilt. Soll ich mal ein bisschen die alten Systeme oder die bekannten Systeme kurz analysieren, was ich davon halte? Ja. Bleiben wir gleich mal in der Schweiz. Das Wir-System hat ja vor über 50 Jahren begonnen mit einer sogenannten Parallelwährung, Alternative zum Bankengeld, zum Schuldgeldsystem, wie man heute überall jetzt weiß, dass es ein Schuldgeldsystem ist. Die ganzen Hochschulen haben sich endlich darauf geeinigt, dass viel Schulden viel Geld bedeutet, indem sie eben die Geldschöpfung der Bank durchleuchtet haben und sogar dokumentieren, dass die Nationalbank sagt, ja, wir machen nur, wenn jemand Schulden macht, machen wir Geld. Also viel Schulden, viel Geld. Bei der Wir bin ich mir nicht ganz sicher, wie die das begonnen haben. Die haben einfach gesagt, wir kopieren ein bisschen die Banken, aber wir reduzieren nur mal den Zins. Ja, das war das eigentliche Hauptgeschäft der Wir-Bank, in dem sie gesagt haben, Unternehmer, so nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die Häuslebauer, die haben ja zu wenig Eigenkapital, geben wir denen also einen Kredit mit Zinsen um 1% rum, das war ja lange die große Idee von Wir, und dann machen wir die Kreditbedingungen, obwohl die damals relativ tief waren, mit 5% Eigenkapital konnte jeder ein Haus bauen. Hier gab es sogar den Spruch, der Architekt, der kauft sich gleich noch den Porsche dazu, weil so viel Geld im Umlauf war. Und dieses nur auf wenig Zinsverlangen hat eigentlich nichts mit Systemwechsel zu tun, weil Zins und System ist konform, ist immer das Gleiche, ob es wenig Zins oder viel Zins im Spiel ist, es macht immer aus dem Geld ein Produkt. Und wir sind jetzt dank Internet in eine Zeit gekommen, die jetzt ungefähr seit 2005, wo wir auch unsere Software auf den Markt gebracht haben, die sich Euroweg nennt, wo man jetzt endlich hingehen kann und sagen, jetzt machen wir einen echten Systemwechsel, nicht nur eine Symptomentschärfung, und eliminieren den Zins. Und erst dann haben wir eine Änderung vom System dahingehend, dass es sich um 180 Grad ändert, indem Geld nicht mehr als Materie, als Tauschmittel wahrgenommen wird, sondern nur noch als Buchhaltung. So. Und alle anderen Systeme auch, wobei es wir auch schon das größte und längste ist, haben nichts anderes als wir ähnliche Systeme gemacht, haben ein bisschen Silvio Gesell noch dazu genommen, haben den Pluszins und Minuszins gedreht und gedacht, ja, wenn überall das Geld fehlt, das ist ja Silvios Gesell-Theorie gewesen, dann müssen wir nur es schneller im Kreis drehen lassen. Und ich habe mal ein Buch gelesen von einem Banker, die sind davon ausgegangen, es hat immer genug Geld. Man muss es nur schnell genug drehen lassen. Ja? Und die sind von Umlaufgeschwindigkeiten 100 mal bis 1000, also dass eine 100er Note sich 1000 mal pro Jahr dreht, das heißt den Besitzer wechselt, das ist eine absolute fantastische Zahl, die nie in der Realität so angekommen ist. Man weiß heute, Geld dreht sich 2,5 bis maximal 3,5. Also Systemwechsel heißt für mich Entmaterialisierung des Geldes. Jetzt gibt es ja verschiedene, die solche Projekte haben. Also die Wir-Bank oder das Wir-System ist vielleicht das größte. Ungefähr 2 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und dann gibt es viele Tauschgeldsysteme, wie das Talent, oder es gibt viele regionale Währungen, die an den Euro gekoppelt sind. Jetzt ist ja die Frage, was braucht es denn für Kriterien, was muss dabei sein, damit es einen richtigen Systemwechsel gibt und nicht nur ein partieller Wechsel. Wenn ich mit solchen Leuten mal verglichen werde, frage ich den Erfinder oder auch den Promoter, wie schöpfst du Kredit? Hast du ein Kreditsystem? Die meisten Tauschringer, wir tauschen zwar Euros in
in Lokalwährung, also in irgendeinem Taler oder Chiemgauer oder wie sie alle heißen, aber du kriegst genauso viel Chiemgauer, wie du jetzt Euros einzahlst. Das hat den Sinn, lokal das Geld zu behalten. Aber eine Wirtschaft auf lokalen, engen Raum konditionieren zu wollen, das ist wirklichkeitsfremd, oder? Das hat wirklich, ja, für den Bäcker und für den Friseur vielleicht hat das Sinn, aber Industrie ist immer großräumig zu sehen. Also ich will erstens mal damit sagen, ist es industrietauglich, Kriterium Nummer 1, also grenzüberschreitend, wenn Sie sagen, nee, haben wir gar nicht daran gedacht, dann ist das für mich kein Systemwechsel, Punkt 1. Punkt 2, ist es eine Entmaterialisierung des Geldes und wechselt es den Emittenten von einem Monopolist zur multikulturellen Gesellschaft? Und was müssen Sie auch sagen? Nein, wir von der Verrechnungszentrale, wir machen die Menge und bestimmen, wie viel. Eben dann das Dritte ist, wie viel Kredit gibt es? Und wenn Sie sagen, ja, wir fangen mal bei 70 Euro weg oder bei 70 Talent oder bei 70 Chiemgauer an, dann muss ich schon fast fragen, ja, wenn ich jetzt mein Fahrrad dir verkaufen will, ich will aber 300 Talent dafür haben und du fängst gerade an bei Talent, dann kannst du nicht mal mein Fahrrad entgegennehmen, weil die Buchungszentrale sich verweigert, dir den Kredit von 300 zu geben, weil du bist ja neu, oder? Und bei 70 fängt man dann an. Da muss ich sagen, das ist absolut auch wieder weltfremd. Und das ist der Hauptargument, den ich eigentlich den Leuten dann stelle. Könnt ihr euch vorstellen, euer System dem Volk so plausibel und logisch als die geniale Idee zu verkaufen, dass ihr damit Wahlen gewinnen könnt? Damit ihr das als Grundlage einer politischen Organisation auch finanzieren könnt, dass ihr so viel Geld kriegt, dass jemand sagt, das ist eine so tolle Idee, die muss unbedingt politisch verankert werden. Da sagen sie auch gleich nein. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir gesagt hat, ja, wir finden unser System so gut, dass wir es gar nicht als Vorschlag an die Politik vergeben, sondern wir setzen es gleich selber um, politisch. Und das sind für mich 5 Kriterien, die wir mit Euroweg und Humanwirtschaft erfüllen können. Ja, meistens sagen sie ja, sie möchten eine Komplementärwährung machen. Sie wollen die bisherige Währung, das alte Geld, bestehen lassen, also Euro und Dollar, und dann möchten Sie eine Parallelwährung dazu machen? Die Idee ist gar nicht schlecht. Also jedes Geldsystem, das sich wechseln oder wandeln sollte, ist immer gut. Ich habe das auch erfahren. Vor 10 Jahren habe ich den Leuten auch zumuten wollen, also ins kalte Wasser zu springen. Wir verlassen die alte Währung und gehen gleich in ein neues Tauschsystem, Euroweg hinein. Das machen wenige Leute mit. Aber seit wir auch integriert haben in unserem Euroweg-System das alte Geld beibehalten, nur nicht mehr von Bank zu Bank transferieren, sondern von Euroweg-Konto zu Euroweg-Konto, was ja jeder hat, und parallel ein virtuelles neues Geldsystem ist komplett neuer Geldschöpfung, da kann man nichts einzahlen, man kann auch nichts rausnehmen bei einer richtigen virtuellen Währung, es gibt auch keinen Zeitdruck, weil keine Plus oder Minus, also keine Negativzinsen wie bei Silvia Gesell-Leuten oder überhaupt Zinsen wie bei mir. Wir haben dort absolutes zinsloses System, damit es eben nur noch als Recheneinheit wahrgenommen wird und damit entmaterialisieren wir ja Geld. Aber das materielle Geld, das die Leute immer noch als Tauschgeld wahrnehmen, das führen wir parallel mit und jetzt können wir immer dem Anbieter oder auch dem Kunden es überlassen, wie viel Prozent er in Bargeld haben möchte oder noch zahlen kann, weil er noch Bargeld hat, und wie viel er in virtueller Euroweg-Währung bezahlen. Diese sogenannte Parallelität ist sehr sinnvoll, haben wir auch neu eingeführt vor 6-7 Jahren. Und die Leute, die argumentieren, wir wollen ja nur ein Zusatzgeld produzieren, weil sie sich vielleicht auch zu schwach fühlen, die anderen Monopolisten des Geldes zu entmachten. Ja, was wir eben nicht die Angst davor haben und sagen, wir wollen nicht nur einen Systemwechsel, sondern auch einen Machtwechsel damit. Ja, ist ein guter Stichwort. Man könnte sagen, das bisherige System, das schon uralt ist, das wird eigentlich beherrscht von vielleicht 1% oder noch weniger der Bevölkerung. Das sind vor allem die Besitzer des Finanzkapitals. Und das ist quasi ein paralleler Kreislauf zur Wirtschaft. Es gibt einen Wirtschaftskreislauf aller Dienstleistungen und Produkte
und einen Geldkreislauf. Und die verdienen eigentlich mit ihrem Geldkreislauf als Schmarotzer. Und wie würdest du jetzt dieses Schmarotzertum, dieses Schmarotzersystem verändern, sodass es nicht mehr zentral als Hierarchie, sondern dezentral allen Menschen nützt, den 99% anstatt dem 1%. Die Banken haben dann, als sie E-Banking eingeführt haben, so getan, wie wenn sie die Banknote in ein Kuvert, in ein elektronisches Kuvert stopfen und dann das verschließen mit Sicherheitscodes und dann transferieren sie das elektronisch. Der andere muss es wieder auspacken und schauen, ob noch so viel drin ist, wie der andere. Also lächerliche Spielereien, um ihren sogenannten materiellen Geldtransfer von früher so ein bisschen nachspielen zu können, einfach elektronisch. Das waren so ein bisschen komische Zeiten, als die Banker gemeint haben, sie müssten uns auf der alten materiellen Tauschhandel-Geldschiene belassen, obwohl jetzt die Zeit des Computers gekommen ist. Und jetzt kommt's. Hätten die Kirchen, die früher das Analphabetentum ja beseitigen wollten durch Gründen von Schulen, uns nicht nur Lesen und Schreiben und Rechnen beigebracht, sondern sofort die Buchhaltung, dann hätten wir schon vor x 100 Jahren aufgehört, dieses materielle Geld zu benutzen, hätten nur noch Warenbuchhaltungen in Warentransferbüchern geführt und hätten diese monopolistische Geldmacht gar nicht aufkommen lassen. Aber jetzt kommt's, dank Internet, Computerverrechnungssysteme, also Transfersysteme in erster Linie. Und weil wir jetzt als erste Softwarefirma, die unsere Hauptpartner sind, die ja diese Euroweg-Software entwickelt haben vor 18 Jahren schon, dass diese Software jetzt endlich den Warenkreislauf so vernetzt, wie die Banker den Geldkreislauf vernetzt haben. Und damit ist diese provisorische Buchhaltung tatsächlich überholt. Also mit anderen Worten könnte man so zusammenfassen, der Warenkreislauf, der reicht, es braucht gar nicht noch zusätzlich einen Geldkreislauf. Richtig. Und alle, die da mit Theorien kommen, wie Silvia gesagt, man müsse mit Geld den Warenkreislauf pushen, das ist verkehrt. Der Warenkreislauf pusht sich von alleine oder die Sogwirkung in einen Warenkreislauf ergibt sich, und jetzt kommt unsere Hauptthese, durch den Blankokredit. Wenn wir den Menschen im Warenkontensystem einfach nach Minus freigeschaltete Einkaufslimits geben, dann saugen die Ware automatisch an, weil sie haben ja Buchungslimits und Einkaufsrahmen, die wir frei vergeben, ab 33.300 fangen wir ja an. Das gibt einen riesen Warenfluss. Wenn das sich jetzt überall mal etabliert, mal in einem Staat wie die Schweiz, als erstes, da kommt Österreich, Deutschland, sofort und Indien und Brasilien und Russland, die kommen automatisch hinterher. Man könnte es auch so zusammenfassen, wie kommen wir vom Lohnempfänger zum Unternehmer? Auch sehr gute Frage. Durch das, dass wir eigentlich sagen, Geld ist nur noch Buchhaltung und es schöpft keiner Geld alleine aus sich heraus, wenn er nicht einen Kunden hat. Der Kunde, der über einen E-Shop bei uns bestellt, bekommt ein Bewusstsein, dass er jetzt wie ein Unternehmer denken muss. Er geht über Internet, also Suchanfrage, will gern dieses Produkt kaufen, dann bestellt er und in der gleichen Sekunde, wo er Enter drückt und sagt bestellen, Code eingibt, also PIN-Code, dann ist sofort sein Konto belastet, weil es ja auf Warenkreditebene freigeschaltet ist. Der Lieferant bekommt sofort die Gutschrift, obwohl er noch nicht geliefert hat. Aber in der Software ist so eine Sanduhr noch drin, das heißt provisorisch gebucht. Und erst wenn der Empfänger der Ware, okay, bestätigt, Ware angekommen, ist der Geldtransfer oder der buchhalterische Warenwerttransfer definitiv gebucht. Also man müsste noch ergänzen, jeder, der ein solches Konto eröffnet, hat gleichzeitig zu seinem Konto oder zu seinen beiden Kontos altes Geld, neues Geld, hat er auch einen E-Shop, wo er seine Dienstleistungen und seine Produkte anbieten kann. Und das macht ihn zum unternehmerisch denkenden Menschen. Genau, das ist das, was ich als Bewusstseinssprung nenne. Damit schaffen wir den Lohnempfänger ab. Ja? Also es muss keiner mehr der passive Arbeitsanbieter sein, der als passiver Lohnempfänger sich als Sklave fühlen muss. Das ist ja nichts anderes als getarnte Sklaverei, oder?
sondern er wandelt vom Lohnempfänger zum Anbieter seiner Leistung, auch wenn er im Dienste eines anderen arbeitet, aber er sagt einfach, zwei Beine, zwei Hände an einen Kopf, ich kann Kaffee verteilen, ja, im Restaurant. Dann ist er trotzdem der kaffeeverteilende Unternehmer. Und er muss seinem Chef, der das Restaurant besitzt, das vor Arbeitsantritt in so und so vielen Stunden, die er zur Verfügung stellt, dass seine Arbeitskraft, muss er das anbieten. Er muss also echt Anbieter werden. Wir, die Unternehmer, das Angebot zuerst als Basis ihrer Geschäftsgrundlage haben, macht das nachher jeder ehemalige Angestellte und wird dadurch eigentlich automatisch, eben was wir als Systemwechsel bezeichnen, auch vom Denken her wird der Unternehmer denken müssen. Ja, ich könnte mir vorstellen, bei so einem System, da überlegt sich jeder, was habe ich für Potenziale, was wollte ich schon lange gerne machen, was ist mein Herzensprojekt, was möchte ich gerne in die Welt bringen. Und dann kann man ja auch ganz viele Schulungen machen, weil man einen Kreditrahmen hat, einen Warenkreditrahmen, da kann man Schulungen buchen, bis man so weit ist, dass man sich selbstständig machen kann und sein Projekt in die Welt bringen kann. Genau, ich habe mich immer kopfschüttelnd eigentlich gewundert, wie Top-Unternehmensberater Firmen beraten mit tollen Systemen, kostet ein Schweinegeld. Und am Schluss steht man da mit der Frage, ja, wie soll ich das finanzieren? Da sagt der Unternehmensberater, ja, das ist Ihr Problem. Gehen Sie zu Ihrer Bank, ich hoffe, Sie haben einen guten Banker, der Ihnen den Kredit gibt. Und der Unternehmer weiß eh schon, dass es keinen Sinn macht, zum Banker zu gehen und jetzt diese tollen Vorschläge darzulegen. Ein Banker versteht weder Projekt. Ich habe mal früher Anlagenbau gemacht, da habe ich gesagt, ich kann doch einem Banker nicht erklären, wo die Rohrleitungen durchgehen und was die jetzt für einen Wert hat. Der versteht nur Backsteine, oder? Backsteine sind Häuser, oder? Also Stahlrohre brauche ich dem gar nicht erklären. Backsteine versteht er, das kann man grundbücherlich besichern. Und wenn du diese Backsteine nicht als Sicherheit anbieten kannst, sprich Haus oder Boden, dann hast du keine Chance, einen Kredit zu bekommen. Und es ist doch traurig, dass eine Zivilisation, wie wir uns das einbilden, dass wir eine Zivilisation hätten, immer bei der Frage, und wer soll das finanzieren, eigentlich alle die Flügel schon strecken und sagen, na, gehen wir wieder zum alten System zurück und wursteln wir weiter so vor uns her, auf Minimalfeuer, gell? Aber wir wissen zwar, was wir machen müssten, dass wir top dran sind, einmalig sind, die Werbung funktioniert, die Kunden sind begeistert, die Verbesserungen, die wir schon lange hätten machen sollen, haben wir jetzt gemacht, weil wir sie uns finanzieren lassen konnten. Und so gehen große Firmen heute pleite, weil sie auch selber nicht mehr das Kapital haben, nicht mal mehr die Zinsen bezahlen können. Darum haben wir jetzt ja praktisch null Zinsen, oder? Und wir stehen eigentlich alle vor dem größten Cash aller Zeiten. Ja, du kannst gerne ein Konto eröffnen, kannst deine Dienstleistungen, deine Produkte auf dem E-Shop deines Kontos finanzieren. Genau. Und du bekommst auch Unterstützung durch einen Unternehmensberater, einen Wegberater, der dich unterstützt bei den Punkten, wo du noch nicht so genau weißt, wie man das jetzt macht. Das ist sehr wichtig. Ich habe immer gesagt, warum kommt der Banker nicht jede Woche oder jeden Monat einmal zu mir zum Kaffee und Gipfeli essen und fragt mich, wie es mir geht, ob ich noch was brauche. Er muss ja sein Geld ja auch loswerden, das sind die Sparer. Jeden Tag wieder frisch auf den Tisch legen. Aber ich habe dann auch kapiert, die brauchen erstens gar keine Sparer, Geld machen sie aus dem Nichts. Und weil sie so eine Macht damit entwickelt haben, sehen die auch nicht ein, warum sie dich jetzt unterstützen wollen. Und es kommt der Hauptpunkt, sie verdienen ja mehr, wenn du pleite gehst. Das kommt ja dazu. Die kämen nie auf die Idee, wie wir das haben, eine Konkursversicherung mal als Grundlage einzubauen. Und vorher haben wir auch gesagt, warum die Banken eigentlich dieses Machtmonopol haben. Und Systemwechsel heißt ja für mich 180 Grad invertieren der heutigen Gesetze. Unser heutiges Gesetz heißt neoliberaler Kapitalismus, oder? Das hatten wir jetzt auch noch nicht thematisiert. Der Kapitalismus heißt, viel Konkurrenz reduziert den Preis und macht damit für den armen Konsumenten, den Lohnsklaven, etwas erschwinglich, das er sonst sich gar nicht leisten könnte. Das ist die Minusspirale. Wenn wir es umdrehen, dem Armen, dem Lohnempfänger, mehr Lohn geben, dass er automatisch eine höhere Kaufkraft hat, dann müssten wir einen Konkurrenzkampf zur Billig-Billig-Billig-Machung der Produkte einführen, sondern wir könnten Solidargemeinschaften von Unternehmern haben,
regionale Unternehmer. Es müsste nicht einer alle Konkurrenz zusammenkaufen, dass er als einziger noch den Gewinn auf höchstem Niveau hat. Und das würde das Ganze, ich nenne es die Minusspirale, die schlussendlich beim kollektiven Konkurs ankommen muss, weil es gar nicht anders geht. Dieser neoliberale Kapitalismus mit Konkurrenzkampf bis auf den letzten Blutstropfen, der ist Selbstmord. Und ein Staat, der das zulässt, ist für mich kein schützender Staat für seine Unternehmer. Und darum ist die These Nummer zwei, nebst dieser Konkursversicherung, dem Wegberater, den wir als Begleiter einführen, der wäre natürlich frustriert, dieser Wegbegleiter, wenn er jetzt in diesem Konkurrenzkampf seine zu begleitenden Personen auch auf Teufel komm raus zum billig, billig, billig trimmen müsste, da verdient er ja auch weniger, weil er verdient ja eine Buchungsprovision. Also wenn er das Plusspiralsystem bekommt, dann weiß er von der Theorie der Humanwirtschaft, wir brauchen dringend einen gesetzlichen Gewinnschutz. Und jetzt kommt es ja, warum machen die Banken das nicht? Weil sie ja nur an den Schulden der Unternehmer Geld verdienen. Und wenn wir alle einen Gewinnschutz hätten, hätten wir alle Gewinn. Da würde ja keiner mehr zur Bank gehen und Schulden machen. Da würde das sogenannte Schuldgeldsystem mit Schulden produzieren von Geld in sich sowieso zusammenbrechen. Ich würde hier nur einen kleinen Ausschnitt beschreiben und Systemwechsel, wie es vonstatten gehen müsste, damit es ganzheitlich ist. Richtig, genau. Ich habe immer meine Teammitglieder gefragt, kennst du die drei Beine, auf denen die Humanwirtschaft steht? Bank, Internet, vernetzter Warenbuchhaltung und Freischaltung eines Warenkreditkontos, wo wir ja gar kein Geld schöpfen, haben wir den Geldmangel beseitigt. Geld mit T geschrieben. Also mal erstens, Geldmangelbeseitigung ist die Grundlage von Zins auf Nullkriegen. Mit Nullzins eliminieren wir den Zeitdruck. Das heißt, der Zins ist eine Verknüpfung mit Zeit und macht uns Stress, oder? Und diese Dummheit mit Zahlungsziele und Fälligkeitstermine und Mahngebühren, der ganze Unsinn hört endlich auf. Also das war aber immer noch computervernetzte Warenbuchhaltung, eliminiert den Geldmangel. Und alles, was darum herum hängt, will ich jetzt nicht mehr ins Detail terminisieren. Zweiter Punkt, einen gesetzlichen Gewinnschutz ist absolut dringend erforderlich in gesättigten Märkten. Es gibt einen Hochschulsatz, den ich immer geschätzt habe, der heißt, in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Und wenn man das doch zu Ende denkt, heißt, wenn alle in gesättigten Märkten arbeiten, vom Bäcker, Metzger, also mal die kleinen Handwerker, dann der Klempner, dann der Architekt, dann die ganzen Häuserindustrien, dann kommen die Möbelindustrien, alle haben Marktsättigung, alle haben Null Gewinn. Was ist Null Gewinn? Das interessiert den Staat natürlich auch, dass die Leute noch Gewinn haben, sonst kann er die Gewinnsteuer auch gleich abschaffen, das ist nämlich auch ein Punkt von uns. Also in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne automatisch nach Null und ein Nullgewinnsystem ist genauso am Ende wie das kommunistische System. Weil ich definiere Gewinn als Maß für Freiheit, Maß für Einmaligkeit und Maß für Motivation. Und weil man das im Kommunismus ja als kapitalistisches Unding verbrämt hat und nicht haben wollte, ist der Kommunismus zusammengebrochen und der Kapitalismus wird auch zusammenbrechen. Also Gewinnschutz Nummer zwei. Und dann, wenn du einen Gewinnschutz hast, kannst du dir ja auch eine Konkursversicherung leisten, weil es geht ja gar keiner mehr Konkurs. Aber nur schon die Idee, eine Konkursversicherung einzuführen, artikuliert nach außen, jeder kann großzügig jeden beliefern, weil der hat ja erstens keinen Geldmangel, zweitens hat er einen Wegbegleiter, der ihm hilft, dass er auch wieder zu Geld kommt, drittens hat er eine Konkursversicherung, da kann ich als Lieferant an jeden liefern, der hier dabei ist. Das ist mir schon längere Zeit aufgefallen. Ich bin seit 1993 in dieser alternativen Geldszene und befasse mich mit Geldtheorien. Es gibt ganz wenige, die Innovation hervorbringen und Forschung und Entwicklung ist ganz selten. Und ich hoffe, dass dieses Interview und deine Wirtschaftstheorie, dein Geldsystem viele inspiriert, ihre Theorien für einen echten Systemwechsel auszubauen und zu erweitern. Vielen Dank. Ich habe schon fast gehofft, du sagst, dass die ihre Ideen aufgeben und endlich in die moderne Welt rüberwechseln. Ich bin ein Computerkind gewesen, immer noch natürlich, aber
alle diese anderen Mitstreiter in dieser Thematik, auch das, wenn ich Sie frage, nicht nur, wenn ich sage, komische Begriffe wie Konkursversicherung, wenn ich Sie auch frage, wie gut bist du auf Computertechnologie, dann müssen Sie auch gleich passen sein. Hättet ihr den Silvio Gesell jetzt da und er wäre ein Computerfreak, der würde euch verbieten, diese alte Theorie noch zu propagieren. Genau. Es braucht Innovation und es braucht Weiterentwicklung. Und ich denke, es kommt jetzt eine ganz große Bewusstseinsentwicklung, weil wir jetzt gerade in einem Paradigmawechsel drin sind. Die alten Mächte werden von der Macht verdrängt und es entsteht viel Freiraum, um etwas Neues zu kreieren. Ich freue mich auf die neue Möglichkeit.